in der heutigen Folge bei Fishing Team Highlight. Unser erster Trip jetzt in diesem Jahr, der gemeinsame Trip Richtung Elbe. Ja, haben wir uns heute überlegt, wollen wir uns mal, ich nenne es mal professionelle Hilfe, dazu holen. Und zwar treffen wir uns mit dem Kai. Ja, Kai, was haben wir heute vor? Ja, Zander. Wir haben Saisonstart Zander an der Elbe. Ja, Heimspiel für mich. Hier bin ich unterwegs, täglich mit meinen Angelgästen. Komm her, ja, feins. Ja, zur Feier des Tages haben wir uns überlegt, da wir ja Saisonstart haben, wollen wir noch ein paar Köder für euch raushauen. Und zwar wird es noch ein kleines Gewinnspiel geben. Wahnsinn, mega, mega, mega. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein Bein. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Haben unser Tackle optimiert, unser Wasser 24/7. Keiner ist so hot wie wir, ob mit Jerkbait, Gummi oder Bock. Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, es ist 3:30 Uhr morgens und ich warte auf den Dominik. Ihr wisst, es ist überhaupt nicht seine Zeit. Ihr seht, die Fresse glänzt, ich habe mich schon mit Sonnencreme eingecremt. Denn ihr wisst, ich bin etwas empfindlicher, was das angeht. Hab aber dennoch Lust. Seit langem mal wieder ein gemeinsamer Trip von uns und ja, wir wollen heute an die Elbe und da klingelt es auch schon an der Tür. Schauen wir doch mal, ob die Augen denn schon aufgehen. Ah. Oh, da brennt auch schon Licht. Da würde ja auch nicht auch schon Kamera anladen. Auf die Jutestube. Ebert, nee. Was ist denn jetzt los hier? Moin. Moin. Sollte ich nicht filmen? Ja, da sieht man mal wieder. Wir waren lange nicht los, Dominik. Ja, wir waren zu lange nicht los. Das ist super Absprache. Lass ich mal rein ins Stübchen hier. Halt, ich dachte, er hat die Augen zu und da ist die Kamera schon an. Ich bin begeistert, Dominik. Heute bin ich wach. Heute bin ich wach. So langsam entwickle ich mich jetzt zum Frühaufsteher, wie ihr wisst. Nee, ja gut, dann lasse ich die Kamera erstmal weg. Wir packen alles ein, machen uns auf den Weg und dann melden wir uns wieder bis später. Die ersten Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Doch ein bisschen längerer Weg, als wir dachten. Aber jetzt seht ihr endlich mal wieder ein Video von uns beiden. Auf alle Fälle. Ich glaube, wir freuen uns mindestens genauso wie ihr darüber. Das ist unser erster Trip jetzt in diesem Jahr, der gemeinsame Trip Richtung Elbe. Ja, unser allererstes gemeinsames Video war auch an der Elbe. Lief auch sehr gut. Ich glaube, Flo hat 3 Zander gefangen, ich leider keinen. Und heute auch wieder zur Elbe. Erstes Video in diesem Jahr. Muss ein gutes Omen sein, oder Florian? Das wollen wir natürlich hoffen. Also erstmal Wahnsinn, wie schnell das hell wird. Wir haben es gerade 5:45 und ja, es ist schon taghell. Ja, aber die letzten Male, also wir waren ja das erste Mal an der Elbe zusammen und dann waren wir nochmal gemeinsam. Da haben wir ja, ja doch einen Fisch. Du hast eine Brasse gehakt, ich erinnere mich noch. Immerhin. Immerhin, ja, das stimmt. Ich hatte, glaube ich, auch einen Biss und das war es dann aber auch den ganzen Tag. Ja. Ja, da das halt nicht so gut funktioniert hat, der Dominik, glaube ich, war auch allein danach nochmal da, ja, haben wir uns heute überlegt, wollen wir uns mal, ich nenne es mal professionelle Hilfe, dazu holen. Und zwar treffen wir uns mit dem Kai und ja, das ist ein professioneller Guide an der Elbe und da hoffen wir natürlich, dass wir heute zumindest mal ja, Fisch rauskriegen. Man nennt ihn auch in Fachkreisen den Zander-Joker. Und der Thomas ist auch wieder dabei, den kennt er ja aus dem Bachforellen-Video schon. Ja, genau. Wir versuchen es heute einfach mal in geballter Power, in geballter Kraft gemeinsam an der Elbe. Es ist Saisonstart. Ihr wisst es, ihr seid genauso heiß wie wir. Und wir haben einfach Bock, jetzt die ersten Stachelritter wieder auf die Matte zu legen. Und wenn am Ende 1-2 Fische rauskommen, sind wir super happy. Die müssen wir aber erstmal rauskriegen. Genau. Wir sind heiß. Ich glaube, wir fahren jetzt noch eine gute Stunde. Und dann sehen wir uns gleich am Wasser. Bis gleich. Ja,
wir sind endlich angekommen in den Elbtalauen, wie man im Hintergrund hoffentlich schön erkennen kann. Ja, und neben mir, wie schon angekündigt, steht der Kai, unser Guide für den heutigen Tag, auch genannt der Zander-Joker. Ja, Kai, was haben wir heute vor? Ja, Zander. Wir haben Saisonstart Zander. An der Elbe. Ja, Heimspiel für mich. Hier bin ich unterwegs, täglich mit meinen Angelgästen. Wir schauen mal, wir wollten schön Zander fangen. Das wäre auch immer möglich. Hecht, selten zwar, immer weniger geworden in der Elbe, aber immer noch möglich. Hauptziehfisch natürlich, der Zander, aber gucken wir mal. Ne? Genau. Viel Buhnen abangeln, probieren, suchen. Ja. Ja. Typisches Elbeangeln sozusagen. Der Thomas ist auch mit dabei, den kennt ihr ja schon aus einem der letzten Videos vom Bach auf Forelle mit Dominik. Der steht gerade hinter der Kamera. Ich würde sagen, wir nutzen erstmal die heiße Zeit oder den Morgenstunden noch und ja, Kai stellen wir nachher nochmal gesondert vor und wir fangen erstmal an. Genau. Bis später. Ja, hallo Leute. Ich bin's Kai von ZanderJoker.de. Ja, bin hier mit den Jungs heute mal an der Elbtalaue. Hab die Jungs eingeladen, ein bisschen Zander zu angeln. Mal schauen, ob was geht. Wir haben nicht so geile Bedingungen. Wir probieren es trotzdem. Wir fischen Buhne für Buhne für Buhne, absuchen, viel werfen, viel ausprobieren, Strömungskanten abwerfen. Ja, und ob was bei rumkommt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ja Kai, die ersten Würfe haben wir gemacht. Ihr seht, den ersten Schauer haben wir auch schon gekriegt. So ein Mix aus Sonne und Wolken heute. Aber an sich wieder ein tolles Erlebnis hier in den Elbtalauen. Wirklich wunderschön und das auch jedes Mal aufs Neue. Ja Kai, ich habe gesehen, du hast jede Menge Köder dabei. Mhm. Was kannst du denn empfehlen? Was fängt denn hier besonders gut oder hat sich eine Farbe rauskristallisiert? Mhm. Gerade jetzt auch zu der Zeit. Also grundsätzlich ist zu sagen, das was ich jetzt hier bei habe, ist eigentlich viel zu viel. So viel Zeug muss man in der Regel nicht mitschleppen. Ich habe bloß ein bisschen mehr mit heute, weil ich halt die eine oder andere Sache ein bisschen ausprobieren möchte. Es haben sich so ein paar Sachen rauskristallisiert, die hier bei uns in der Elbe halt hervorragend funktionieren. Letztendlich gibt es viele Hersteller, die gute Gummis auf dem Markt haben. Die funktionieren. Guter Freund von mir, jetzt am neuesten auf dem Markt mit den Listbaits, habe ich schon gut drauf gefangen. Ja, natürlich die Sachen von Räuber, cleveres System mit den Anschraubjigs, sehr zu empfehlen. Ja, Seika, Frequency Shed, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit, Green Tomato, eigentlich unschlagbar. Ja, Kitec, immer gut. Bass Assassin Sea Shed, haben viele nicht auf dem Schirm. Ich fische den ausgesprochen gern. Sachen von Ganki, hervorragende Gummimischung, funktioniert. Letztendlich muss ich dazu sagen, macht euch nicht verrückt. Viele gute Gummis, oder es gibt viele gute Gummis, die hervorragend funktionieren. Viel wichtiger ist die Platzwahl und die Köderführung. Darauf kommt es nämlich zu 90% an. Ja? Die Köderführung muss stimmen, sonst reagiert der Köder, der Fisch einfach nicht auf den Köder. Und die Platzwahl muss natürlich auch clever sein, weil wenn kein Fisch am Platz ist, kann auch keiner an den Köder lang. Ne? Ja, zum Tackle. Flugcarbon-Vorfach ist am cleversten. Hier von Stroff, das FC1 ist somit das Beste, was es gibt. Gamakatsu ist ganz gut. Ja, so 0,40, 0,42, 0,45 für die Elbe ist angebracht. Ne? Alleine schon wegen dem Abrieb. Ja, zu dünn würde ich ja in der Elbe nicht fischen. Wels ist immer mehr ein Thema bei uns an der Elbe hier. Also nicht zu schwach fischen. Ja. Zum Tackle, ja, eine 4000er Rolle. Machen bestimmt viele so. Habt ihr auch schon in 1000 Videos gesehen. Muss ich jetzt nicht 1000 Mal wiederholen. Eine Schnur, na, sollte schon so 10 Kilo tragen. Ne, eine 8-fach geflochtene. Ja, eine Rute. Schön straff und schnell muss sie sein. Richtig zornig muss sie sein, wie meine ZanderJoker Jig Classic One. Das ist auch ein selbstgefertigtes Modell von dir. Genau, ne? Haben wir mittlerweile schon fast 40 Stück verkauft. Jetzt seit einem Dreivierteljahr bin ich sehr stolz drauf. Toller ansonsten Stock. Ich habe schon die Chance gehabt, sie mal auszuprobieren. Wirklich schön. Das freut mich, dass sie dir gefällt. Es hat nach meinem Geschmack gemacht. Jeder fischt anders. Es gibt viele gute Routen auch auf dem Markt, auch nicht für so großes Geld. Also macht euch da nicht so verrückt. Ansonsten geht angeln, geht raus, probiert, angelt die Buhnen ab.
ja, draußen sein, am Wasser sein, ist absolute Premium-Zeit. Auch für mich, der in der Saison 7 Tage die Woche am Wasser ist mit Gästen, ist jeder Angeltag immer noch Premium-Zeit. Ich mache das gerne und kann das einfach jedem empfehlen einfach, ja. Und bist du schon völlig ausgebucht für dieses Jahr oder gibt es noch Plätze? Naja, durch diese ganze Corona-Situation ist alles ein bisschen schwieriger, weil 80% meiner Gäste eben von weiter weg kommen. Hm. Mit der Hotelübernachtung ist natürlich ein bisschen schwierig. Scheint sich jetzt aber alles in Wohlgefallen aufzulösen, Gott sei Dank. Ansonsten bin ich eigentlich die ersten 2 Monate komplett ausgebucht schon, ja. Ja. Ja, ich glaube, das geht aber vielen Guides im Moment so, ne? Ja. Also Angeln wird ja auch immer mehr zum Thema. Es gibt viele gute Leute, die das machen. Angeln ist ein geiles Hobby, Angeln ist wirklich eine schöne Sache. Immer mehr Leute kommen da drauf, auch junge Leute, Mädchen, selbst viele Pärchen habe ich zu Gastzeit, wo die Mädels auch schon mitangeln und richtig gut angeln. Und das ist eine schöne Entwicklung und da freue ich mich auch jeden Tag. Ne? Ungefähr 1/3 meiner Gäste sind Stammgäste, das sage ich auch so mit ein bisschen Stolz, weil das kommt nicht von ungefähr. Ja, nebenher bin ich noch im Angelshop Gerster tätig als Produktberater und Teamangler. Und ja, habe somit meine Erfüllung in der Angelbranche gefunden und freue mich darüber wie Bolle. Ein Traum sozusagen zum Beruf gemacht, kann man eigentlich so sagen. Leidenschaft. Leidenschaft, sehr, sehr schön. So, hier habe ich noch mal ein paar Gummis. Die sind noch nicht auf dem Markt. Zum Herbst kommen die, könnt ihr schon mal ein bisschen gespannt sein. Der Name ist noch Top Secret. Ein paar Farben habe ich gemacht. Ein paar Farben gibt es natürlich auch schon. Man kann das Rad nicht neu erfinden. Das sind so meine Lieblingsfarben, die für jede Situation, für trübes, für klares Wasser und so ja, geeignet sind. Und seid gespannt, im Herbst kommt da was auf euch zu. Genug zur Theorie. Jetzt wollen wir natürlich auch gucken, dass wir in der Praxis einen Fisch fangen. Das wird was. Und ich würde sagen, werfen, werfen, werfen. Werfen, werfen, werfen und auf geht's. Ausdauer wird belohnt. Wie lange mussten wir kämpfen, Zander, um diesen Fisch zu kriegen? Schöner Fisch. Schöner 60er. Oh, Leute. Endlich. Komm her, ja. Ja. Feinsten. Komm her jetzt wieder. Wahnsinn. Oh, war das ein verdammter Kein Kampf. Riese, aber wir mussten lange ackern, um den zu kriegen. Schön an der Strömungskante reingetockt. Hängt auch schön. Oh, ich bin erleichtert. Ausdauer zahlt sich immer aus. So ist es. Cooler Fisch. Ja, Freunde, also ich bin mega happy. Wir mussten wirklich lange, lange kämpfen für den Fisch. Ist jetzt kein Riese, ich denke mal ein Ende 50er. Aber der hat schon Spaß gemacht und das ist auf alle Fälle ein Anfang. Und man muss sich davon verabschieden, dass man sich hier dumm und dusselig fängt an der Elbe. Also hier ist jeder Fisch sehr viel wert. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle. Danke, Kai. Glückwunsch. Während manche Angler von euch natürlich immer gleich wieder auswerfen und den nächsten Fisch fangen wollen, kann ich natürlich verstehen, mache ich das immer so ein bisschen anders. Also ich gehe dann immer so 2-3 Minuten ja, hier an meinem Spot nochmal spazieren oder an dem Gewässer, wo ich fische und kann das dann einfach nochmal viel besser genießen und einfach auch nochmal ein bisschen sacken lassen, bevor ich dann natürlich wieder weitermache. Also mega, ich freue mich richtig, auch wenn es kein großer Fisch war, hat mega Spaß gemacht und so ein hart erkämpfter Fisch ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, Woche für Woche reisen Flo und ich durch das ganze Land in Anführungsstrichen und produzieren natürlich Videos. Das machen wir sehr gerne, es ist unser Hobby und mittlerweile sehen wir es auch schon so ein bisschen als Pflicht an, dass wir wöchentlich euch ein Video liefern. Das ist nicht immer möglich, man darf nie vergessen, wir sind alle Vollzeit berufstätig und haben natürlich auch noch ein privates Leben, was natürlich auch nicht leiden darf. Ja, nachdem wir jetzt ordentlich Strecke gemacht haben, so kann man es glaube ich sagen. Wir sind alle so ein bisschen durchgeschwitzt. Temperaturen sind doch, oder es wird wärmer, sagen wir mal. Gönnen wir uns jetzt mal eine kleine Pause bei leckerem selbstgebackenen Kuchen. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall und ich denke, hier haben wir uns verdient. Jetzt auch, wo wir den ersten Fisch haben. Ja. Ne? Petri Dome, großes, hinter der Kamera. Großes Dank an Kai. Ja, gerne. Hast gut gebacken, Kai. Okay. Nein, meine Mutti. Meine Mutti war das. Beste Mutti. Ist sie. Ich habe jetzt hier gerade noch mal aufs Handy geguckt. Also unsere Videos werden wirklich zahlreich geklickt. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns da wirklich über jeden ja, einzelnen Klick und jedes Kommentar, jedes Like nach oben, aber auch über jedes Abo. Also für euch ist es ein kostenloses Abo und wir würden uns tierisch freuen, wenn einfach noch viel mehr von euch Zuschauern auf Abonnieren klicken. Ja, weil mittlerweile ist es so, dass 60% aller Zuschauer keine Abonnenten unseres Kanals sind. Das ist jetzt auch nicht tragisch und wir wollen nicht nach Abonnenten betteln. Aber Flo und ich freuen uns wirklich über jedes einzelne Abo. Von daher
Einfach mal nach unten scrollen, kostenlos auf Abonnieren klicken, die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr ja tatsächlich auch kein Video mehr von uns. Ja Leute, ihr seht's, wir sind völlig abgekämpft, wir müssen uns schon hinsetzen. Ja, es war ein sehr, sehr harter Tag heute an der Elbe. Ein Zander kam raus, ja, was sagt der Guide? War eine richtig zähe Nummer heute, wie zu erwarten. Ja, einen Fisch haben wir gefangen, du hast unsere Ehre gerettet, schön, freue ich mich. Ist natürlich immer schön zu sehen, wenn jemand einen Fisch fängt. So zwei, drei Fehlbisse hatten wir, einen Fisch im Drill verloren, was definitiv ein Zander war. Ist halt manchmal so. Ja, viel gelaufen, viel Buhnen abgeangelt, richtig Kilometer gemacht. Bedingt belohnt worden mit einem Fisch immerhin. So ist die Elbe manchmal. Es gibt Tage, da fangen wir hervorragend. Drei, vier, fünf Fische. Es gibt Tage, da musste man für einen Fisch richtig arbeiten. So ist Angeln. Nicht nur an der Elbe, sondern auch in anderen Gewässern. Aber es ist trotzdem ein schöner Tag gewesen, war super lustig. Auf jeden Fall. Hat mir riesen Spaß gemacht. Haben ordentlich gelacht. Und ja, und das ist ja auch ganz wichtig, finde ich, dass man sich nicht nur immer aufs reine Angeln konzentriert, auch mal Witz macht. Richtig. Gehört auch dazu. Perfekter Tag. Und das kann man mit Kai auf jeden Fall. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Gerne, immer gerne. Immer wieder gerne. Auch mit Thomas mal, war wieder eine runde Geschichte. Da, ne? Das schön, ich auch, dass du auch wieder dabei warst. Na klar. Auf alle Fälle. Ja, Flo, du hast doch noch irgendwas in der Hand, ne? Ich habe da noch was in der Hand. Ja, zur Feier des Tages haben wir uns überlegt, da wir ja Saisonstart haben, wollen wir noch ein paar Köder für euch raushauen. Und zwar wird es noch ein kleines Gewinnspiel geben. Die Köder, die kann ich euch jetzt hier leider nicht so gut zeigen. Die werden wir gleich nochmal einbinden oder besser gesagt jetzt einbinden. Es sind Räubergummifische als, oder besser gesagt mit den Systemen, wie nennt man das? Jigkopf-System. Genau. Seht ihr hier nochmal. Ja, tolle Köder, laufen wirklich gut und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur Hashtag Saisonstart in die Kommentare schreiben und wir geben den Gewinner im nächsten Video dann in der Videobeschreibung wie gewohnt bekannt und wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Ja, Kai, Schlusswort. Ich hau noch zwei Listbaits-Packungen mit rein. Auch noch, ja. Auch noch. Ein ordentliches Paket auf alles. Sehr cool. Ja, cool, danke. Hab da noch ein bisschen was zum Ausprobieren. Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich. Es war ein geiler Tag, hat Spaß gemacht. Die Elbe ist immer eine Reise wert. Definitiv. Und ich denke mal, es hat Wiederholungspotenzial. Definitiv. Sehr gerne. Werden wir mal was machen, wenn wir mal wieder gemeinsam einen Termin finden, was immer ein bisschen schwierig ist bei mir und bei euch. Aber da machen wir noch mal was. So machen wir das. So machen wir Leute, das. Wenn ihr mögt, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Ein Feierabend haben wir uns verdient. Aber macht's yes. gut. Okay. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Yeah. Schlag was heftig, hier mal alleine zahlen. Uns packt das Fieber, wir haben keine Wahl. Es geht auf Barsch, Zetti, Wels, hey Schleier, Aal. Ihr könnt uns niemals stoppen, nicht einmal mit deinem Fall. Denn hier kommt Dom, Flo, Team Highlight Fishing. Hier kracht es richtig, na nicht ein bisschen. Angel, der Zug ist für uns eine Qual. Wir müssen raus an See oder Kanal. Ob mit Jerkbait, Gummi oder Bobblatier, haben unser Tackle optimiert. Unser Wasser 24-7 observiert. Keiner ist so hot wie wir.